Adenome sind gutartige Muskelgeschwulste, die oft von der Gebärmutter hervorgehen und zu Blutungsstörungen führen können und zu Unterbauchschmerzen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Myome zu behandeln. Eine Möglichkeit ist das Operieren, also das Entfernen und Ausschälen des Myoms aus der Gebärmutter. Die Ultima Ratio ist die Gebärmutterentfernung, was auch minimalinvasiv durchgeführt wird. Andere Möglichkeiten sind zum Beispiel der hochfokussierte Ultraschall, wie auch die Myomembolisation. Myome können grundsätzlich schon sehr früh auftreten, in einem jungen Lebensalter, vielleicht ab dem 25. Lebensjahr. Auch da können die Myome schon therapierelevant sein. Es kommt immer auf die Lokalisation des Myoms an, ob es in der Gebärmutterhöhle, der Wand oder sich nach außen in den Bauchraum buckelt. Dementsprechend ist die Therapie auch zu wählen. Sie kann Blutungsstörungen machen, dann kann man das zum Beispiel per Gebärmutterspiegelung entfernen. Sie kann aber auch großen Druck im Bauch auslösen. Wenn sie sehr groß sind, dann kann man die Myome eben minimalinvasiv entfernen.